Ghost and EE Studios, Frostbite. Need for Speed. Jo, hallo meine lieben Freunde. Wie frisch wieder am Start. Das war ein sehr lustiger Anfang. Ja. Leute, es geht wieder mit den Let's Plays los. Krass. Wie ihr seht, habe ich mir das nicht das neue Spiel, aber ich habe mir ein neues Spiel geholt. So rum. Und zwar Need for Speed ist das. Deswegen fangen wir doch mal direkt an. Verbindung mit EA Server. Und ich hoffe, das funktioniert mit meiner Internetleitung. Ich habe versucht, alle Sachen rauszunehmen. Ja, ich nehme an. Alle Netzwerke rauszunehmen. Also alle Sachen rauszunehmen, die mit Netzwerken zu tun haben. Willkommen, Living Game. Willkommen zu Need for Speed, Living Game Update 4. Wir können dir viele coole neue Filter vor. Weiter. Schnappschuss Pro-Modus. Ja. Folienteilen. Ja, okay. So. Also, Alter, das Menü ist ja schon alleine geil. Hier sehe ich Takes Challenge 3. Meine Infos. Habe ich noch nicht wirklich was. Die nichts erhältlich. Tonight we ride. Crew-Spiel, Einstellung, Inaccessible, Schnappschüsse. Was in. Moro Shisan sagte immer: Mich interessiert nicht, was hinter mir ist. Es ist die Straße vor mir, die mir Sinn gibt. Deswegen spielen wir es auch mal direkt. Ich hätte das noch nie gespielt. Beschleunigen, Bremsen, Lenkungen. Lenkung, Karten-App, Kamera drehen, drücken, Telefon, Need for Speed Network, Event auslösen, Kamera wechseln, Motor aus, Nitro und Handbremse. Boah. Oh, wenn ich mir das merken kann, heiße ich ab heute Oscar, glaube ich. Heiße ich echt ab heute. Ist ja gerade. Ist ja gar nicht ganz. Egal. Ich glaube, da heiße ich echt für heute Oscar. Oscar Fernandez Butilaces Mikolaces. Und ich hasse das, wenn das immer so scheiße langsam lädt. So, aber ich funktioniere. Also beschleunigen, so Event auslösen, das ist, glaube ich, wichtig. Motor aus ist natürlich wichtig. Nitro ist auf jeden Fall wichtig und Handbremse. Kamera drehen ist ja eigentlich wie immer. Karte ans Telefon. Das sollte man auch vielleicht können. Ans Telefon gehen. Ich hoffe, dass wir gleich nochmal das erklären. Okay, es fängt an. Entspann dich, die sind noch Blocks entfernt. Du hast keine Bewährung. Ich bin raus. Weichei! Ha! Junge, du musst dir das unbedingt ansehen. Ein paar große Namen sind in der Stadt. Ich bring dich zu meinem Kumpel Travis, der will ein paar Wagen loswerden, Mann. Kein Scheiß. Höchste Zeit für ein Upgrade, ich sag's dir. Ich bin's, Buck. Ich seh dich doch, okay? Also wir haben einen Freund. Ja, wir haben einen Freund. Namens Bike. Ich hoffe nicht, dass es zu leise oder zu laut ist. Zu leise. Triss Bike im Club. Anscheinend bin ich das. Ich kann noch nichts machen. Jetzt kann ich. Yo, hier ist Spike. Dachte, ich ping dich mal auf Plan. Wow, hier geht's echt ab. Heute Abend sind ein paar wichtige Persönlichkeiten in Ventura. Also halt die Augen offen, wenn du kommst. Der Ort ist schwer zu finden. Absichtlich, verstehst du? Okay, ich hab dir einen Link geschickt. Check deine Karte. Alles klar, wir sehen uns. Okay, Karte kann man so rausholen, ne? Keine Ahnung, okay. Ich bin weitergefahren. Okay, lol. Okay,
Folge der blauen Linie. Okay. Ja, das weiß ich schon von anderen Spielen. Da bin ich ja jetzt heutzutage auch schon ein bisschen ein Little Pro. Spaß. Da ist das Ziel. Alter, meine Fernbedienung. Wenn sie vibriert, heißt das nichts Gutes. Dürften und follow me for rap. Okay. Cool. Richtig. Diese Animation alleine. Hey, komm doch rein. Alter. Ich seh dich drin. Diese Animation alleine. Ist das überhaupt eine Animation? Sieht aus wie aufgenommen, aber. Es ist eigentlich aufgenommen, glaube ich, oder? Need for Speed. Ja, es ist aufgenommen. Ich weiß nicht mehr, es ist so schwer zu unterscheiden. Alles ist in Zeitlupe. Bam. Hallo. Der Boss ist jetzt schon im Boss-Sessel. Wir sprechen später. Oh, hallo. Mann, du bist echt da. Siehst schick aus, Mann. Das ist gut. Ein paar wichtige Leute sind da. Komm mit, ich bring dich zu meinen Jungs. Komm mit. Klar, gerne. Folg dir. Gerne. Oh, hey. Wer hat sich denn da verirrt? Jungs, okay. Wer ist Bambi? Unser Bambi hier hat einen 150-Meter-Drift rausgehauen auf der I-5-Kreuzung bei Turner, Mann. Oh, der Kleine dreht auf, das ist echt krass. Muss so gewesen sein. So high war mein Spike nicht mehr seit... Er ist immer so high. Ja, und dafür liebst du mich. Robin, viel Glück und bleib dran. Vertrau mir, er passt hier gut rein. Weißt du was, ich stelle ihm sofort Travis vor. Vielleicht gibt er ihm einen Wagen, der uns nur Platz kostet. Komm mit, Mann. Hallöchen. Hallöchen. Ich komme jetzt. Woo. Was geht ab, Ames? Nichts. Das ist Amy. Ist sie nicht toll? Hab dich auch lieb. Travis! Yo. Du musst jemanden kennenlernen. Ach ja? Erzähl mal, wieso? Du hättest ihn sehen müssen. Seine Kontrolle ist der Hammer. Der Hammer? Tja. Du bist wohl aufgefallen bei unserem Speedracer hier. Echt, Mann. Er ist ein Hammerfahrer. Du kommst zum richtigen Zeitpunkt. Da ist gerade ein Top-Talent in der Stadt, das groß rauskommen will. Besser geht's nicht, Bruder. Jetzt oder nie. Der beste Zeitpunkt, um ein Projekt zu starten. Was auch immer in deinem Inneren vorgeht, es ist Zeit, es da draußen zu zeigen. Fordere sie zu einer Testfahrt. Vielleicht lässt dir einer der Bastarde eine Chance. Okay, ich muss jetzt einen Wagen wählen. Ich nehme den, weil der sieht neu aus. Ja. Ich kenne den Werkstatt. Yo! Finger weg von meinen Sachen. Willkommen im Clan, Bruder. Du steigst auf. Ja. Das Gerät ist heiß, oder? Komm schon, Ames, du musst sie dir unbedingt anhören. Sie muss schnurren, wie es sich gehört. Was geht, Mann? Bitte, bitte, sie steht gleich draußen. Spike, komm schon. Wie gesagt, wir zahlen Kunden ohne Sicherheit den vollen Preis dafür. Also, wirklich? Ist das so, ja? So ist es. Warte. Bam. Hier. Wow. Wow, also da geht's mir gleich viel besser. Ich mach's wieder gut, das weißt du. Du meinst, dein Dad macht's wieder gut. Pass auf, die Jacke kostet 1200 Mäuse. Als ob, Mann. Das ist Öl, Mann. Ist verdammt egal, ob du der beste Fahrer weit und breit bist. Was sie betrifft, ohne Moos ist bei ihr wirklich nichts los. Sehr poetisch. Und das ist sogar richtig. Also. Bereit für ein paar Hausbesuche? Komm mit, Mann. Ich sehe dich vorne. Dann gehen wir auf Tour. Dann gehen wir auf Tour. Ey, auch schon heraus, jetzt ist vorne zu bleiben. Jeder Straße mit jedem Wagen jederzeit. Danke für diese tollen Tipps. Du tolle Tipps. Geber, tolle Tipps.
Tipps, Ratschlaggeber. Die Verbindung zu Schweden ist abgebrochen. Du kehrst zu Niete. Was? Was ist denn jetzt? Leute. Euer Ernst? Ich wette mit dir, sind schon wieder so. Es ist ein Fehler aufgetreten. Ich muss das nochmal von neu machen. Darf ich es jetzt spielen oder nicht? Ich finde diese Geschichte voll cool. Wenn ich jetzt kein Internet habe, dann bin ich voll traurig. Leute, habt ihr gehört, voll traurig. Badabum, badababum. Ich muss irgendwie die Zeit überbrücken. Es kommt bald wieder tolle Videos. Tolle Videos. Alter, die Musik ist gerade, ich glaube, zu laut, oder? Weil die ist gerade ein bisschen... Bisschen überdreht. Warte, ich kann mal in der Zeit, wenn mich das Kabel lässt, mir meinen Sessel holen, weil ich stehe die ganze Zeit. Und das kotzt mich gerade an. Ein schöner Sissi. Schön, schön, dass ich die Steuerung lernen soll im Pausemenü, weil ich gerne zwei Arten von Straßensperren, die eine zerstörst du, die andere zerstört dich. Lerne den Unterschied. Oh mein Gott, diese poetischen Sachen. Mehr Teile und Einladung zu Events. Das ist auch so poetisch. Ah. Hausbesuch, fahr gegen Spike und Amy. Folge dem blauen Pfeil. Ja, das weiß ich. Alles klar, Jungs. Die anderen warten auf uns. Los geht's. Ist das mein Wagen? Ich werde eh verlieren. Dann kann ich die ideale Linie fahren, wie ich will. Das ist jetzt nicht Forza 5, wo ich, oh, ich bin fast reingeknallt. Wo ich fahren kann auf der Ideallinie, dass ich alle überhole. Hältst du das Gefühl? Nein! Kann man zurückspulen? Nein, kann man nicht, ne? Nein, das ist nur Kamerawechsel. Ah, fuck, ich hätte ihn fast ge... Oh, ich war wieder rein. Okay, hab verloren. Hab einen verloren. Was ist denn mit mir gerade falsch? Was, jetzt überholt er mich auch? Toll. 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 Hey. Du überlebst dein zweites Rennen gegen Spike? Hab dich wohl unterschätzt. Überlebt? Nee. Spike ist kaum mitgekommen. Ah. Oh, sorry. Nicht kaum. Nein. Er war der Loser. Ach, laber doch nicht. Hey, er hat doch gewonnen. Das habe ich jetzt verstanden. Vielleicht sollte ich ja gewinnen. Egal. 5, 4. Fam. Hallo, Ladies. Was? Keine Umarmung, Mann? Komm schon, hey. Ich will doch nicht diese dünne Bohnenstange hier kaputt machen. Komm, Kleiner, komm in meine Arme. Lass dich von seinem Aussehen nicht täuschen. Der Kerl ist echt flink am Lenkrad. Ich bin Emmanuel. Aber das sind wohl zu viele Silben für diese Leute. Nein, nenn mich Mano. Oh, starker Griff, Mann. Hey, das ist Fred, der norwegische Hammer. Was geht, Buddy? Frederick. Also, machen wir heute noch was oder stehen wir nur rum und lästern über Spike? Ich bin für beides. Große Klappe. Wer hat Hunger? Ich habe kaum was gegessen heute. Ich verhungere. Ernsthaft? Wo packst du das nur hin? Du isst, was er essen soll. Genau, Robin. Noch mehr essen und du setzt voll auf. Halt die Klappe. Gut, Schlauberger. Der Letzte am Diner gibt mir einen aus. Nein. Der Letzte am Diner gibt allen einen aus. Ja. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Als ich das erste Mal ein Gymkhana von Ken gesehen habe, wusste ich, dass das Style mein Ding ist. Hm.
Halt deine Kohle bereit, Spike. Genau, Spikey. Mmh. Ich hol mir einen von diesen tollen Burger. Falsch gedacht. Geil, ich bin 5 von 5. Nein, ich bin falsch abge... Ist das mein fucking Ernst? Weil ich falsch abgewogen bin? Ob da jemand wartet noch auf mich? Achso, nein, das ist nur der Kontrollpunkt. Ist okay. Hast verstanden. Hab's echt verstanden. Wahrscheinlich sagen die wieder, oh mein Gott, du hast gewonnen, du musst nicht zahlen. Weil die immer was anderes sagen. Das ist zwar das Schöne, also ich finde das so schön an den Spielen, dass die so richtig realistisch sind, was ich aber schade an dem Spiel finde, dass sie sich nicht eingehen auf das, was du geschafft hast. Theoretisch hätten sie mich jetzt niedermachen müssen, weil ich letzter war. Und nicht Spike, aber... Erfahr mal wieder was Schönes. Ich bin mal wieder Letzte, weil ich so toll Auto fahren kann. Genau wie in Real Life. Keiner bestellt für mehr als 5 Mäuse. Das ist ein Diner. Alles kostet mehr als 5 Mäuse. Und kein Dessert, Mann. Ich will jetzt draußen mir einen Gegner suchen. Warte, Spike hat schon wieder verloren. Bezüglich Location. Really? Ich bin dafür, wir fahren zurück in den Club. Du musst mitkommen. Warum? Die Straßen sind gut und die Nacht ist jung. Ich fahre Rennen heute Nacht. Nee, ich fahre zurück zur Werkstatt. Willst du nicht mitkommen? Wir machen dir ein bisschen Platz. Sie putzt dich fein raus, Bro. Eifersüchtig, Spikey? Ja, so wie auf die Leute, die sich ans Tempolimit halten. Hat jemand Travis gesehen? Oh ja, er musste jemanden treffen. Da kann man nichts machen. Magnus Walker ist in der Stadt. Habt ihr ihn mit Travis gesehen im Club? Oh, deshalb hat Spike es so eilig. Ein Date mit dem Schicksal, Mann. Heute geht's ab. Und du kannst uns zeigen, was du so drauf hast, ja? Ja, Mann. Ich will aber mit den anderen gehen. In die Werkstatt. Hm. So. Jetzt kann ich auch endlich mal kurz zumachen, denn es ist mein Handy, nur so. Das war's für die Folge. Wenn euch gefallen hat, wenn ich mehr Folgen davon rausbringen soll, gibt's doch einen Daumen nach oben und dann würde ich sagen, bis.